Wir sollen sagen, was geil an Bayern ist. Was lachst du da jetzt? Schön, Tino. Grüß Gott, Robin. Grüß Gott. Grüß Gott, ey. Spricht man so? Ich weiß es gar nicht. Weißt du, was das Beste an Bayern ist? Nee. Na, dieser Impfstoff hier, BioNTech. Ja. Das ist auf jeden Fall mit Abstand das Beste. Das Beste ist, dass Bayern nicht hier ist. Na, Tino, mach doch jetzt nicht so ein Fass auf. Nein, ich sag, Bayern ich sag das, wirklich weil Bayern, super. Weil Bayern hat mehr verdient als Thüringen, das meinte ich doch. Weil in Thüringen Leute so wenig verdienen. Genau. Ja. Bayern ist ja der goldene Westen im Norden, nee, im Süden meine ich. Fuck. Im südlichen Norden. Genau. Ja, im Norden von Österreich, meintest du. Genau, nördlich von Österreich. Das ist ja direkt der nächste Vorteil von Bayern einfach, dass der so nah an Österreich liegt und wir alle lieben Österreich. Ich schon, ich mag Österreich. Na gut. Speziell natürlich Mozart, Wien. Und Sebastian Kurz. Genau. Ja. Ja, was machen wir denn heute, Tino? Warum reden wir denn so einen Scheiß? Ja, passend zum Thema, heute haben wir Bayern als Hörerwunsch bekommen. Passend zu Halloween von auch. Von Johan, glaube ich, kann das sein? Der will, glaube ich, gar nicht so ausgesprochen werden, aber Jochen, ja. Ich weiß es nicht, ja, Jochen. Ich kenne ihn ja nicht. Kenne ich ihn persönlich? Weiß nicht, war er zum Geburtstag da? Der war zum Geburtstag da. Ach der, mit der Mütze, ich erinnere mich. Okay. Ja, Jochen, ja. Hi, grüß dich. Sorry, ich habe es kurz vergessen, grüß Gott. Grüß Gott. Servus, grüß dich und hallo. Ja, also dieser nette Mann hat sich einen Podcast gewünscht, der einfachste Podcast der Welt. Alles, was an Bayern super ist. Das war's schon für heute. Die Aufgabe ist vorbei und bis zum nächsten Mal. Dödö. Dödö. Tino, was bist denn du jetzt so? Ja, ich bin ein bisschen gereizt, weil mein Rücken weh tut. Ach so. Ganz kurzer Privatdisclaimer. Ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Ich habe den Namen vergessen. Ich war halt bei der Ärztin. Mhm. Und ich soll jetzt übertrieben spazieren gehen, sagt sie. Übertrieben? Ich soll halt meine Arme so ausschwenken und spazieren gehen. Zweimal am Tag, eine Viertelstunde. Und aber Moment. Es sieht furchtbar albern aus. Hast du es gemacht auf dem Weg hierher? Ein bisschen, wenn ich nicht gesehen worden bin. So. Ja, komm, einfach machen. Ist doch gut. Alter, ich habe einen gewissen Ruf in Weimar, okay? Und den würde ich mir ganz gerne bewahren. Aber wo hast du die Rückenschmerzen? Sind die oben oder unten hier so Lendenwirbelsäule? Nein, die sind so neben der Wirbelsäule, ja, okay. Hier Herzhöhe quasi. Na, dann ist es für mich nicht relevant. Weil ich habe immer Lendenwirbelsäule vom vielen Sitzen. Ach so, nee, mir hat sich echt ein Nerv eingeklemmt. Und ich glaube durch Niesen einfach, dass ich einfach genießt habe oder so. Und deswegen, okay. Meine Vermutung. Also bei mir wurde ja auch mal vermutet, dass mein Nabelbruch vom Niesen kommt, weil ich da immer so 20 Mal hintereinander muss. Echt, Niesen tötet, ohne Spaß. Ja. Das ist so ungesund. Alle Bayern sollten mal schnell niesen. Was gesund ist Weißbier, oder? Und Weißbier ist, also, das habe ich ja gar nicht aufgeschrieben. Das ist ja, stimmt ja, Tino. Alles, was weiß ist, ist in Bayern zu finden. Ja. Das ist super einfach. Ja. Doch. Also Weißwurst essen wir ja beide sehr viel. Auf jeden Fall. Ich liebe es einfach auszuzutschen und so dieses weiße, eklige einfach Klipperzeug. Dazu. Diese Eingeweide aus dem Darm raussaugen. Das ist ja einfach mein unbedingt. Highlight des Tages immer. Das ist auch gar nicht schwul. Das ist einfach nur, einfach nur Leitkultur. Mit Betonung auf Leid. Ja, also. Bayern hat wirklich viele positive Aspekte. Ja? Okay. Nicht zuletzt ist es ja ein super beliebtes Reiseziel für Touristen. Ja. Wer zum Beispiel mal den Drachenlord besuchen will. Ja, stimmt. Den hatten wir ja jetzt erst. Die Tourismusbranche auf jeden Fall angetrieben. Die revolutioniert, würde ich sagen. Die Leute gehen da freiwillig hin, lassen kein Geld da und verschwinden wieder. Das ist aber super. Die lassen ein paar Güter dort. So Böller werden hingelegt und Flaschen, Steine. Ja, ja. Und Bayern ist ja auch ein steinarmes Land. Glaube ja. Ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ich dachte eher ein steinreiches. Ach, steinreich. Ach, stimmt. Ja. Ach, dann ist es blöd. Ja. Oder, nee. Oder deswegen sind sie steinreich geworden. Aber jetzt mal, ja, wenn wir gerade bei dem Herrn Lord sind, wie findest du denn, wie der spricht? Der spricht immer so mit so einem leichten Überbiss. Irgendwie. Ja, da alle Bayern, ne? Die haben ja. Alle so einen komisch großen Kiefer. Das kommt durch die Sprechweise, glaube ich. Ja. Das Kruzialö. Das ist halt so, das ist so gut für den Mund. Ja. Das renkt dir so den Kiefer aus, wenn du einfach so bayerisch sprichst. Ja. Und dann geht's dir einfach besser. Ich glaube auch. Ja doch, ich finde es schon angenehm, ich mag dieses gerollte R und so, das ist schon witzig, also ich bin ja eh so ein Fan von österreichischem Dialekt, Schweizer. Das ist ja alles eins, das ist ja genau alles, das Gleiche. Was so südlich ist, finde ich ja, klingt spannend. Italienisch.
Naja, das geht so. Aber so diese Dialekte, weißt du, ich höre das ganz gerne. Ich als großer Falco-Fan, ja, seine Interviews zum Einschlafen großartig. Der spricht einfach immer so ein bisschen arrogant und auch so kluges Zeug immer daher. Das macht schon Spaß zuzuhören. Drachenlord ist jetzt eher weniger Der inhaltlich. spricht auch immer so elegant und Jetzt anders, ja, aber ich finde bayerisch und wie, bayerisch klingt wie so wie österreichisch nur in primitiv ein bisschen. aber das finden wir ja gut, Ja klar, ja, keine weil Frage. wir sind ja sehr Keine Frage. unkomplexe Menschen, ja. Hallo. Hallo. Hallo, lauf ruhig durch, es ist Grüß nur ein Gott. Grüß Gott. Hörerwunsch. Grüß Gott, du kennst dich ja auch aus mit Bayern. Wir sollen eine Stunde erzählen, was alles toll an Bayern Ich ist. habe schon sehr interessante Thesen gehört, auf jeden Fall. Mit dem Überkiefer, ich weiß nicht, ob ich das wissenschaftlich belegen kann. Ein glorreiches Land, bitte schwärmt ein bisschen mehr. Ja. Wo kommst du her? Franken. Ah Ja. ja, also quasi nicht Das coolere Bayern. Bayern. Ja. Oh, ob das so Meine ist. These. Sehr gut. Mach's gut. Aus Franken. Das war Ja. ja auch hier ein Kommentar von Herodes. Warte. Ja, da kommt doch keiner mit. Irgendwie ist Franken und Schwaben, das ist übergehend, also das ist bundesländerübergreifend. Das finde ich aber besser, wie die Bayern das handhaben, sagen, hier, wir machen unser eigenes Ding. Aber Franken ist ja schon geografisch im Freistaat Bayern angesiedelt. Ja, aber Schwaben ist hier übergreifend, soweit Ach ich so. das. Das geht bis Baden-Württemberg. Mehr Ah, sogar noch da ja, drüben. stimmt. Aber Franken ist ja an sich Bayern, aber die wollen nichts mit den Bayern zu tun haben und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Von beiden Weil die Seiten. halt nicht so gut sind wie die Bayern, weißt du? Die Genau. wissen einfach, wir kommen da niemals Die hin. Latte hängt so hoch. Ja, die Ja. Latte hängt so hoch, dass die sich gleich sagen, komm, wir sind jetzt halt hier die Untermenschen über Bayern. Ja. Und lassen die mal weiter so geil sein, wie sie sind in Bayern. Ich würde auch viel mehr Bundesländer in Deutschland feiern. Also noch ein bisschen mehr Wahnsinn. Nordrhein, West und Fahlen hätte ich ganz gerne aufgeteilt in Ja. vier Staaten. Schleswig und Holstein. Und Tür und Ringen. Thür und Ringen. Ja. Sachs und N. Ja. Dann Sachsen und Anhalt. Und Nieder- und Sachsen. Dann haben wir drei Sachsens in Deutschland. Das wäre doch großartig. Haben wir nicht schon drei Drei Sachsens? Sachsens. Ach, normale Ja, Sachsens. klar, wenn du sie abspaltest, weißt du, dann gibt es Sachsen und Ah, Anhalt, ja. Nieder und Sachsen Ah, und ja. Sachsen Ja. quasi. Und Franken und Bayern extra. Und Saarland nochmal aus Spaß durch vier geteilt. Und wie ist es dann mit Malle? Malle wird quasi ausgetauscht gegen Rügen. Aha. Wir hatten bei die Partei in Thüringen einen Rügenbeauftragten, der hat vorgehabt, einfach Rügen auszutauschen gegen Mallorca. Dass Ja. wir es auspflanzen, so dass wir Rügen aussägen, das Land rausholen, ins Meer legen als Insel und Mallorca quasi auf Also die Stelle Rügen von ins Rügen. Mittelmeer. Ja. Also aufs Mittelmeer, nicht Ja. uns, aber aufs Mittelmeer. Und Okay. Bayern ist ja auch ein Geberland, ne, glaube ich. Die geben ja auch Geld. Es gibt ja diesen Länderfinanzausgleich in Die geben den Deutschland. Reichen Geld, ja. Genau. Ja, das finde ich sehr nett. Das ist das Gute an Bayern. Die geben einfach den Leuten Geld, die es am wenigsten brauchen. Das ist super geil. Ja, aber auch die Armen tatsächlich. Also die armen Bundesländer, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, Brandenburg ist ein Nehmerland. Das heißt, sie kriegen von Bayern Geld. Muss Zum man Beispiel. an dieser Stelle wirklich mal sagen, Bayern hatte 2017 unter allen Bundesländern die niedrigste Quote an Privatinsolvenzen. Auf 100.000 Bürger gerechnet waren nur 86 zahlungsunfähig. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei 123 privaten Insolvenzen je 100.000 Einwohner. In Bremen waren es mit 212 am meisten. Jetzt schau mal an. Das sind voll spannende Zahlen gerade, ja. Ja, das ist nämlich gut, weil in Bayern, ja, da wird man nicht insolvent. Da Das geht gar nicht begeht man praktisch. vorher Suizid. Ja. Ja. Das ist alles Strategie. Ja, Das also finde ich schön für Bayern. Bayern Das ist schon sehr geil. Da kommen wirklich die besten Menschen her, die liebsten und besten Menschen. Wir hatten jetzt den Herrn Drachenlord, wie heißt der nochmal? Rainer. Rainer Winkler, Genau. Horst Seehofer, Markus Ja. Söder. Söder. So, da haben wir es nämlich. Ja. Das ist doch ein netter. Naja, geht so, geht so. Also ich glaube, mit Söder an der Stelle von Laschet wäre es was geworden, weil der hat diese Ausstrahlung, die Menschen lieben ihn. Und jetzt kann er sich natürlich schön im Untergang von Laschet walzen und sagen, ha, wäre ich's gewesen, wären wir jetzt Kanzler. Aber der hat ja immer wieder betont, ey, hier, ich stehe hinterm Laschet. Ja, um ihn abzustechen und wenn die Kugeln von vorne kommen. Möglich, wie Ja. Brutus und Cäsar. Gibt es denn auch erfolgreiche Frauen aus Bayern? Kennst du jemanden? Ja, alle. Ach so. Also ich habe ja die These, dass alle Frauen der Welt aus Bayern kommen, weil also deswegen sind Frauen so toll. Ach so. Ja.
Das ist auch eine steile These. Ist so, oder? Mir fällt gerade echt keine weibliche Person ein, die aus Bayern kommt, die irgendwie Erfolg. Also die. Ich, also klar, man weiß auch immer nicht, wo die alle herkommen, die erfolgreichen WissenschaftlerInnen und so. Hm. Aber mir fällt gerade keine berühmte Bayerin ein. Dir? Na klar. Michaela Otzelkross. Ah, die! Auch bekannt als Michaela Schäfer. Nee, keine Ahnung. Aber vielleicht sind ja Frauen doch ein bisschen unwichtig. In Bayern? Generell. Stimmt, Bayern ist ja auch sehr konservativ, ne? Sehr erzkonservativ. Mhm. Und das kann schon sein, dass halt die Frauen extra unten gehalten werden. Mhm. Und deswegen ja, auf halt Blowjob-Höhe. Genau. Ja. Deswegen gibt es auch nur solche wie Söder und... Ja, aber Söder ist doch so ein netter... Stoiber. Ja. Der ist damals gegen Gerhard Schröder angetreten, glaube ich, zur Bundestagswahl als Kanzler. Auch versagt. Hm. Edmund Stoiber. Der Rhetoriker schlechthin. Ja, der hat doch auch so Dinge gesagt. Warte, da gibt es so ein ganz bekanntes. War der das mit diesem... Diesem Flughafen da irgendwie. Das, genau. Ja, ja. Das ist doch, guck mal, das ist doch ein viraler Hit aus dem Hause Bayern. Bevor es virale Hits gab, war das ein viraler Hit tatsächlich. Das ist ja fast noch besser als dieser Typ, der einen Zollstock mit in den Bundestag bringt. Wer war das, echt? Keine Ahnung, irgendein Typ, das wurde neulich mir mal im Stream gezeigt. Und dann war ich etwas underwhelmed. Mit einem Zollstock, das du schon ausmessen wolltest. Ja, nee, der holt da einen Zollstock raus, ist ja eigentlich mein Thema. Und sagt, hier, das ist der Reichtum von dir und das der Zollstock. Ich brauche 200 Zollstücke, um Jeff Bezos Reichtum zu zeigen. So ungefähr, ja. Ja. Aber, Klingt nach links oder grün oder SPD. Nee, ja, SPD ist der, glaube ich. Es war halt echt nicht so spannend, wie es irgendwie vorher gehypt wurde. Ach, schade. Dabei versprechen Zollstöcke immer so viel Spaß. Ja. Schade eigentlich. Eine erfolgreiche Band aus Bayern, die ich gerne nennen möchte, ist Exclusive. Kennt kein Schwein. Mhm. Sind nicht erfolgreich. Hatten so ein paar kleine... Vielleicht, weil die Exclusively in Bayern spielen. Nee, eigentlich nicht. Die waren erst so deswegen so unerfolgreich, weil ihr Name nicht googelbar ist. Wenn du Exclusive suchst, findest du irgendwie All-Inclusive Hotels und so. Und die hatten echt... Ach, wenn du Exclusive googelst, kommt Inclusive Hotel. Exclusive Hotel, so. Also, nee, Quatsch. Aber so Exclusive Angebote und so, exklusive... Ja. Das ist schon schlecht für so eine Band, wenn du dich so nennst. Und die finde ich echt toll. Die haben sich aber, glaube ich, aufgelöst vor ein, zwei Jahren. Aus dem Nichts einfach aufgelöst. Hm. Haben sich quasi auf der Wiesn in so ein Säurefass gelegt und sind dann vergangen. Stimmt, dafür ist ja das Oktoberfest bekannt, dass da Säure... Die Wiesn. Hm. Aber sucht bitte mal Exclusive Nachtmensch. Toller Song. Aber stell dir andersrum mal vor, du bist eine Band und nennst dich A oder so. Hm. Und dann jeder, der den Buchstabe A oder The, du nennst dich einfach nur THE, The. Mhm. Und jeder, der das dann googelt, das häufigste Wort im Englischen, das bist dann du ganz oben immer. Naja, nee, dann bist du aber auch ganz unten, weil die suchen ja eher den Artikel The und The Who und The Clash. Wahrscheinlich sucht das tatsächlich keiner, obwohl das so oft verwendet wird, aber ja. Naja, also es war früher vielleicht cool, als es noch darum ging, dass du in Plattenläden gefunden werden willst. Da waren so Namen wie Die Ärzte sehr spannend, weil es dann kein Ä gab zum Beispiel oder so. Aber wenn du dich jetzt The nennst oder einfach nur nach einem Buchstaben, wirst du nicht gefunden, du musst googelbar sein. Das ist echt so ein Ding, was du ganz oft lernst bei irgendwelchen Musikmarketing-Workshops. Ich habe mal einen besucht und das ist gar nicht so einfach. Ja, ich wollte dich nicht spoilern. Warte, ich muss das nur schon mal raussuchen. Du sprichst nämlich von einer berühmten oder bekannten oder nichts dergleichen, einer guten Band. Ich spreche auch von einer Band. Mhm. Wer kommt noch aus Bayern? Die Speerspitze deutscher Lyrik in musikalischer Rockform. Xavier Naidoo, der war Mannheimer. Nee. Die Sportfreunde Stiller. Ach, stimmt. Deswegen singt der nämlich auch so, siehst du denn das genauso? Stimmt. Der geht immer mit der Stimme so nach unten. Mhm. So wie ich. Immer so, Ja, kennst du. Voll nervig. Sportfreunde, die sind nämlich, die machen Musik. Die sollten Sport machen. Ich mache auch keinen Fußballclub auf, der heißt Musikfreunde, Kranacher. Dumm. Und dann machen wir Fußball. Ich finde die echt furchtbar. die haben zwar so zwei, drei Songs, wo ich sage, das ist ein Ohrwürmer, so das Kompliment und nur ja, das Krio, ist ja, also, Rosenheim und so. Das ist ja der Song, der irgendwie am meisten gehatet wird, weil er halt so overplayed ist. Das ist ja deren Männer sind Schweine. Ja. Beziehungsweise der Song heißt ja eigentlich ein Schwein namens Mann, aber keiner nennt ihn so. Egal. Ja, also die Sportfreunde Stiller, ich habe sie mal live gesehen, weil ich mal auf der so einer Gästeliste irgendwie war. Sonst wäre ich dann hingegangen von denen, weil ich da jemanden kannte. Das war, glaube ich, irgendwie in
Sachsen oder so, keine Ahnung, es ist ewig her, da war ich noch in der Schule. Und ich fand die echt grausam live. Also, es sind jetzt auch keine klasse Musiker, es sind jetzt keine extrovertierten, wie heißt das? Nee, wie heißt denn das? Wenn die so virtuos, solche virtuosen Musiker, das ist ja irgendwie Ja, klar. dass die haben halt den Bayern-Spirit einfach in sich, weißt du? Du musst nicht können, einfach machen. Das ist doch einfach schön. Ja, du meinst wie der FC Bayern? Na, da sind wir noch gar nicht, Timo. Oh, Also, lieber nicht. Moment, ja. Kommen wir noch. Ja. Naja, ich habe eine Anekdote dazu. Ich fand die auch immer nicht so geil. Aber jetzt Die kommt's. Sporties. Die Sporties, ich kotze. Die haben einen Song im Outro von Obscure, ein PlayStation 2-Spiel, vermutlich nur in der deutschen Version. Und das ist ganz absurd, weil das alles so irgendwie so American High School und so, weißt du, dieses. Ich glaube, der Intro-Song ist auch irgendwie Sum 41, eher Still Waiting oder so. Das ist der Intro-Song. Und im Outro kommt auf einmal Sportfreunde Stiller. Aber man checkt das erst nicht. Und Moment, um Content-ID zu umgehen, ich spiele jetzt nur mal den Anfang an, weil den finde ich tatsächlich richtig geil. Aber sobald der Gesang einsetzt, wird es richtig, richtig finster. So, Achtung. Wir Wir kommen, kommen. was hier los ist. So, ja, ich kann das immer nur so kurz anspielen, sonst wird es ja jetzt weggeklagt, aber. Klingt Eigentlich ganz geil, nice, ein oder? bisschen wie Billy Talent hier, Devil in the Midnight Mass. Ja, es geht eigentlich ganz gut voran. Und jetzt kommt aber so eine Stelle, der Rest des Songs. Finde ich ganz finster. Ja, dieser Es Effekt. geht los wie, Ja. Alter, geil, jetzt wird hier richtig einen reingescheppert. Auch der Effekt über der Stimme, der so ein bisschen kaschieren soll, dass er halt nicht singen kann, Ja. so, es ist fürchterlich. Das ist halt der Bayern-Way. Du machst einfach, obwohl du nicht kannst. Ja. Es ist doch Ja, geil. wie die ganze CSU wahrscheinlich, ja. Nicht wie irgendwie meine Lehrerin damals, ja, die mich ewig traumatisiert hat mit ihrem Singet wem Gesang gegeben. Das sollte eine Musiklehrerin niemals sagen. Das werde ich niemals vergessen, Frau Matschkowiak. Der Wald wäre sehr leise, wenn nur die Oh. begabtesten Vögel singen würden. Womit wir bei Daniel Kübelböck Oh, ja, sind. richtig. Das weißt du, krass. Natürlich weiß ich Auch ein das. Bayer. Eine Bayerin. Es war ja eine sie, also sie hat sich ja als trans geoutet. Ich weiß gar nicht, wie ihr Name dann am Ende war. Gab's nicht. Doch, doch, es gab so ein Ja? Tagebuch oder Post irgendwie, wo sie quasi sich einen neuen Namen gegeben hatte. Und auch dann Kaiser Kübelböck irgendwie hieß. Keine Ahnung. Ich dachte, das war alles noch so in the making und dann kam irgendwie so ein Tauchgang dazwischen. Ja, fünf Flügel vergessen, keine Ahnung. Ja. Ja, nee, also es ist eine sie, auf jeden Fall, das ist klar. Aber so die genauen Hintergründe sind nicht so klar. So, sie wurde so ein bisschen gemobbt an ihrer Schauspielschule und so. Dann wurde sie natürlich auch durch die Medien damals gehetzt, irgendwie, weil sie halt so androgyn war bei DSDS, immer so ein bisschen leicht. Also dieser schwule Touch einfach, ja, mit dieser bunten Brille, lange Haare und ganz lange Strümpfe, die so bunt Ganz waren. kurz, let me get this straight. Ja, du droppst für mich, dass diese Person jetzt weiblich zu sprechen ist, weißt aber nicht, wie sie heißt. Das heißt, wenn ich jetzt in der Vergangenheit von Superstar Staffel 1 reden möchte, zwingst du mich jetzt diese Person zu deadnamen, ja, um Dead Pronouncen. mich damit sozial strafbar zu machen. Nö, das kann man ja nicht unbedingt wissen. Also ich kenne das ja auch von Leuten in meinem Freundeskreis, die sich als trans geoutet haben. Es braucht ein bisschen, wenn du sie 10 Jahre kennst als Dieter und dann sagst du halt Simone, das kann ein bisschen dauern, und auch dann sie zu sagen. Es kann ein bisschen, es kann ein Prozess sein. Aber ich gebe mir halt Mühe, das zu respektieren, weil ich halt weiß, dass Daniel Kübelböck eine sie ist. Oder war. Vielleicht ja auch ist, vielleicht hat er sich zu Adolf Hitler nach Argentinien irgendwie Kann abgesetzt. sein, es sind die halt ein Liebespaar oder so. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber jedenfalls ist sie nicht mehr hier und ich finde es wichtig, niemand nicht zu dead pronouncen, auch wenn die Person nicht mehr am Leben zu sein scheint. Wissen wir ja nicht. Okay. Aber eine großartige Musikerin. Ich habe gestern erst mal in der Story einen Song von ihr gehabt: Superman. Kenne I'm ich. your Superman forever. Ist schon I großartig. feel your heartbeat, You drive me crazy. Es waren heartbeat. schon Schon so ein tolle bisschen, Songs. aber schon so ein bisschen Nervpotenzial, oder? Ja, alle auch geklaut tatsächlich. Also ich Okay. war bei jedem Song, ich habe jetzt ein Album gehabt, bei jedem Song irgendeinen Song gefunden, den es schon mal gab, der so, genauso klang. Ja, das lag wahrscheinlich an An Produzent Bohlen Dieter halt, Bohlen, ja. genau. Es gab doch diesen Song You Drive Me Crazy. Das war die erste Single von Kübelböck.
Und das ist eigentlich geklaut von Shaking Stevens. Da hat auch einen Song, der geht auch You Drive Me Crazy. Geht genauso. Okay, krass. Ja. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall das Gute an Bayern. Auch wieder ein weiterer aus Bayern kommender Suizid. Oder war es überhaupt Suizid? Ist ja nicht ganz klar. Man denkt schon. Also es gibt Aufnahmen davon, wie sie über die Reding springt, angeblich. Wurde nicht veröffentlicht. Ja, aber pass mal auf. Wenn man quasi Suizid plant, dann übers Reling klettert, sich dann umentscheidet, aber abrutscht, ist es dann noch Suizid? Eigentlich nicht, oder? Technisch gesehen vielleicht nicht. Aber ich glaube, dann in dem Moment, weil das die Person ja nicht mehr mitteilen kann, schon. Es gab ja auch diese komischen Berichte von Leuten, die über die Golden Gate Bridge gesprungen sind, die es überlebt haben, die dann meinten, in dem Moment nach dem Absprung wollen sie gar nicht mehr sterben. Wenn das allen so geht, ne? Ja. Das ist schon hart. Aber es kann schon sein. Na, wahrscheinlich ist eine ganz natürliche Körperreaktion, dass der sagt, bist du dumm? Was machst du hier gerade? Weil es jetzt gerade sehr akut wird, das stimmt schon. Jedenfalls, im Fall wird es dann sehr akut, ja. Im Fall, ja, genau. Okay. Ja, Bayern auf jeden Fall. Da wird es auf jeden Fall auch sehr akut, denn da gibt es so tolle Sachen wie die CSU. Wir haben ja jetzt Söder angesprochen, aber CSU haben wir noch gar nicht thematisiert. Ja. Denn Bayern ist ja so geil, dass die ihr eigenes Süppchen kochen. Das finde ich ja richtig gut. Die haben eine eigene CDU quasi. Ja. Stell dir mal vor, wenn die CSU nicht wäre, wo wäre die CDU dann heute? Das wäre ja traurig. Ja, wenn die diese Unterstützung da nicht hätten aus diesen, die da hier irgendwie 50, 60, 70, 80% holen in den vergangenen Jahrzehnten. Es gab mal eine Bewegung aus der CSU raus, die wollten eine Bayern-CDU gründen, aber es wurde irgendwie abgewehrt und war dann irgendwie nicht erfolgreich genug. Aber es gab die Bestrebung, das zu machen tatsächlich. Mhm. Das wäre dumm gewesen, weil da hätten sie sich die beiden Lager aufgespalten. Deswegen sind wir Bayern sehr dankbar, weil sie die CDU so stärken. Ja. Das ist wirklich, also das finde ich gut. Die arme Frau Merkel, wo wäre die ohne Bayern? So gesehen muss man sagen, ist die CSU so erfolgreich in Bayern, dass so Parteien wie die Linke und die AfD recht klein gehalten werden. Mhm. Also für mich ist das natürlich schlechter als Linkswähler, aber für die AfD, die hat da echt wenig Chancen. Weil die Bayern das doch so ein bisschen durchschauen, dass sie halt nicht konservativ sind, sondern eben doch eher rechts sind. Meine steile These. Okay. Die CSU ist, für die, die es nicht wissen, die Schwesternpartei der CDU. Das heißt, wenn die Bundestagswahlen sind, dann bilden CSU und CDU eine Union gemeinsam und die Stimmen werden zusammengezählt, auch wenn die CSU vielleicht bundesweit nicht die 5% bekommt. Also die dürfen das irgendwie machen. Ich kenne es rechtlich jetzt auch nicht, ob es auch ginge. Stell dir mal vor, es gäbe jetzt im Saarland keine SPD, sondern es gäbe eine SSPD zum Beispiel, keine Ahnung. Ja. Da dürften die auch eine Schwesterpartei sein. Oder wenn sich die Linke an irgendwelchen Stellen mit die Partei oder sowas verbunden hätte. Ja. So, also so, weiß ich nicht, so von wegen, oh, wir scheitern gerade an der 5%-Hürde. Ach, wir machen übrigens mit die Partei jetzt gemeinsam. Das muss schon vorher, glaube ich, geklärt sein. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das, glaube ich, so einfach ist es nicht. Na gut. Na gut, na gut. Vor allem deswegen, weil die Linkspartei auch bundesweit wählbar ist. Die CDU ja nicht. Ah ja, true. Das geht also nicht ganz auf. True. Können wir mal ganz kurz in die Gruppe schauen, was so zum Thema Bayern, also in den Nostera-Wohlfühloasen, die ihr euch einkaufen könnt. Oh ja, einkaufen, das ist gut. Ja, das hat zuletzt Duffkind gemacht, der fühlt sich da sehr wohl. Und Alisa ist auch. Alisa ist auch da und da habe ich jetzt, das wollte ich nicht vorwegnehmen, aber kleiner Spoiler fürs Ende. Die wohnt ja teilweise in Bayern. Ich würde dann einfach mal spontan anrufen. Sie weiß davon nichts. Vielleicht geht sie auch gar nicht ran. Und dann würde ich ihr mal ein paar Minuten aus dem Kreuz leiern, was sie so super an Bayern findet. Ja, gerne. Spoiler? Nicht ganz so viel. Hier steht was von der Wiesn halt, ne? Ja, die Wiesn, ne? Ich weiß nicht, ob du neulich dieses Video gesehen hast. Das kann ich sonst hier nebenher mal abspielen. Von der Wiesn, das Oktoberfest. Da gab es so... Oh, das finde ich jetzt auf die Schnelle vielleicht gar nicht, aber da gab es so ein Best-of behind the scenes, was geht da eigentlich so ab? Und also, lass mich raten, die ganzen Kellnerinnen pinkeln da in die Gläser rein? Nee, nicht so behind the scenes, sondern eher so der nicht ganz so glamorous Part, den man nicht so sieht. Und das ist halt das Geilste daran, ne? Guck, da pisst halt einer auf den Boden. Ja. Und dann ziehen die hier so Lines weg mit 20-Euro-Schein. Primitiv. Der friemelt da unterm Dirndl rum und wieder der Nächste kriegt hier so einen Handjob unterm Tisch
Und dann schmeißt sich einer in so Biergläser rein und hat ein Kleid an. Und der nimmt Koks von einem Penis und lassen das fotografieren und dann lachen Witzig. sie ganz doll. Ich habe einen No Penis gesehen. homo. Ja. Dann schmeißt er hier so eine mit dem Dirndl hoch und dann fallen die hin und die hat nichts Oh, voll drunter. auf den Popo. Und dann fällt einer von der Decke. Also das ist einfach das Oktoberfest, wie es einfach sein sollte. Also dieses Video im Vergleich zu irgendwelchen, weiß nicht, Kampagnen gegen Cannabis, weißt du? Ich weiß nicht, ich finde Alkohol tausendmal schlimmer als Cannabis. Aber das guck, hast du nicht gesehen, was die gerade alle für eine gute Zeit in Bayern hatten? Die haben ihr Leben gelebt. Weil Die haben gespürt, dass sie am Leben sind. die brechen sich ihren Steiß dort regelmäßig und pissen sich an gegenseitig, koksen da. Ja. Und Einstiegsdroge Cannabis, ja, sicher. wenn du dann geheilt bist nach 6 Jahren, dann guckst du zurück und sagst, oh, es war eigentlich eine gute Story, guter Abend. Ja, vielleicht. Ist ja auch ganz witzig, wenn die da irgendwie so ein bisschen locker werden und eine gute Zeit haben. Aber ich finde besoffene Menschen immer sehr, sehr unangenehm. Und ich habe sowas wie die Wiesen immer gemieden. Ich wurde mal gefragt, ob ich mit möchte nach München, weil mein Onkel da gearbeitet hat und so. Da hätte ich da freien Eintritt bekommen. Aber nee, hatte ich keinen Bock drauf. Was will ich denn auch trinken? Soll ich da mir so eine Cola im Maß Ja. ausgeben lassen für 10.000 Euro? Nee. Tja, dann bist du halt nicht so cool wie Obama. Der war doch da auch schon mal. Der Barack war da. Ich glaube schon. Vielleicht war das auch nur so ein Urban Legend-Ding. Aber das Oktoberfest, das ist super geil. Da muss man einmal, das ist unser Mekka, ja. Echt? Alle müssen da mal hinpilgern und um den Bierkrug drumherum laufen. Da komme ich lieber in die Hölle. Das ist schon okay. Tino, ich habe fast das Gefühl, du weißt Bayern gerade nicht zu schätzen. Ich suche gerade positive Sachen, aber mir fällt nichts ein. Naja, guck mal, der hat Koks von dem Penis gezogen. Das war witzig, das stimmt. Ja, da werden sie sich noch lange dran erinnern. Wo gibt es denn solche Videos? Aber nicht bei YouTube, oder? Die Nee, gibt es ja Reddit. bestimmt. Reddit, okay. Alles Da kann Reddit. man sehen, wie Menschen Koks von einem fremden Penis schniefen. Ja. Aber no homo, ja? Na, No es homo. ist halt wirklich so. Also die machen ja so ein Foto. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht irgendwie zusammen sind, diese beiden Dudes, die das machen. Und dann gucken die sich Weißt halt du's? das Video so an und freuen sich ganz doll. So, aha, guck mal. Die könnten auch ein Pärchen sein. Könnte auch sein, ja, aber ich glaube es nicht. Das hat so diese Dynamik von, guck mal, wir machen jetzt was Dummes. Nee, Kennst du ja, ne? ja, auf jeden Fall. No kink shame, ja. Na, auf keinen Fall. Auch Leute, die Bayern ernsthaft gut finden, die will ich auch nicht kinkshamen. Das ist zwar schon echt hart, also da musst du ganz tief in den Keller von, wie heißt er, Dorian Gray? Shades of Gray, ich glaube, der heißt nicht so, das ist der mit dem Gemälde. Egal. Mr. Grey. Mr. Gray. Doch, ich war auch in Bayern im Urlaub schon ein paar Mal und es gibt schon sehr schöne Gegenden dort. Die haben sehr viele Na, Wiesen und dann zähl mal Hügel. auf. So, Top 10. Dürndl sehen sehr schön aus. Das ist eine gute Location, ja. Ach, Location. Nee, aber Ja. jetzt, was an Bayern schön ist, Dürndl finde ich ganz schön zum Beispiel. Auch bei Männern, auch so, bei männlich gewesenen Personen, auch bei denen kann Dürndl sehr schön aussehen. Okay. Muss ich jetzt, ich google mir nochmal Dirndl raus, ja, und versuche jetzt mal hier klarzustellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dirndl und Kleid? Oder weißt du das bereits? Naja, jetzt so in der Theorie kenne ich es auch nicht, aber von Optik her. Du weißt schon, wie ein Ich Dirndl weiß, wie es aussieht. aussieht. Ich will es Ja. mir jetzt nur mal ganz genau angucken, um zu erfahren. Traditionell. Also es hat immer vorne dieses Geschnürte, so Genau, wie und es auch die Brüste aussieht. werden da immens nach vorne gedrückt, so dass sie Ja, aber halt das kannst du ja riesig auch mit einem aussehen. Kleid erreichen, oder? Ja, aber es ist schon nochmal traditionell und irgendwie anders gebunden und so. Das ist schon nicht mit einem normalen Kleid vergleichbar. Also dann haben die vorne immer so eine Schürze, weil Frauen gehören an den Herd, Genau. dass die allzeit bereit sind, sich schmutzig zu machen. Auch hier die Haare sind schön geflochten. Aber ich kann wirklich nicht die eine Sache rausstellen. Es ist wirklich. Ja, die Muster, vielleicht, also dieses Weiß, diese weißen Ärmel zum Beispiel, die sind sehr Guck auffällig. mal, die haben eher das was drunter, oder? Das ist doch nicht Teil. Ist das Teil des Das Dirndls, das Einkleid, Weiße? Ach doch. so. Ja, dann ist es wohl das. Dann haben die quasi so wie ein Hemd runter, dann eine Weste drüber und der Rest ist halt Rock. So scheint es Ja, immer zu ungefähr, aber sein. halt diese Schürze, genau, und ja, das ist schon auffällig. Also man kann schon ein Kleid unterscheiden von einem Dirndl. Also ich zumindest. Ja, gut. Schön. In der Gruppe schreibt einer, in Bayern gibt es keinen Fremdenhass. Das nennt sich hier Leitkultur.
Na, weil es keine Fremden gibt, ne? Ein Ossi hat es sogar geschafft, mein Chef zu werden. Ist mein schlechtester Chef bisher. Landschaftlich ist es aber sehr schön, mit vielen Seen, Bergen, Schlössern, Unis. Lel, Uni ist gleich Landschaft. Leider auch etwas teuer. Nun, also. Auch Ossis können es schaffen. Also, wo wir gerade bei Schlössern sind. Ja. Schloss Neuschwanstein. Ja. Das ist ja ein absoluter Traum, ja? Ja. Und weißt du auch warum? Weil da Unges Longboard-Tour endlich zu Ende war. Oh, das wusste ich gar nicht. Die sind getravelt von ganz vom Norden bis nach Schloss Neuschwanstein. Das ist ja so ein traumhafter Ort, ja? Ja. Weil da Unge endlich von seinem Trex-Longboard abgestiegen ist. Bis heute spüren wir noch die Folgen dessen, von dieser Longboard-Tour. Jeder Zweite hat ein verrottetes Longboard bei sich im Keller liegen. Danke dafür, Simon Unge. Er hat es geschafft, dass die Menschen aus dem Haus rausgehen und rumfahren. Hat er das wirklich? Hat er das wirklich oder hat er einfach nur geschafft, dass die Leute sich so ein Ding holen und dann nie damit fahren? Partie. Partout. Oh Gott. Partie, Partie, Partout. Das schon wieder. Ja. Ah, ist Unge auch Bayer? Bestimmt nicht, ne? Ach, wenn er schlau ist, nicht. Der ist doch Madeira-Armer. Windkraftwerke hat Herodes gerade eingeworfen. Oh ja, Wind finde ich sowieso eine gute Sache. Ich finde, ja. Es gibt teilweise zu viel Wind auf der Welt, wenn ich zum Beispiel Skateboard fahre. Aber was Windkraft angeht, da gibt es, also kann es ja nicht genug Wind geben. Wind ist einfach. Winde haben Kraft, ja. Das könnte man so sagen. Das ist ein Ärztesong, glaube ich. Ja. Und deswegen, und die gibt es da aber nicht, hast du gerade gesagt. Genau, eben nicht. Weil die Bayern, dann finde ich Wind doch scheiße. Die finden ja, es ist eine Verschandelung der Landschaft. Ja, so Kohlekraftwerke sehen viel schöner aus auf so einer Landschaft. Also das mögen die Bayern nicht gerne, Windenergie. So die guten Sachen mögen die halt einfach nicht. Vor allem, wie ist denn das? Könnten die nicht irgendwie einfach diese Windräder auf die Alpen hochstellen? So? Ist da nicht mehr Wind? Je höher, ja. Desto mehr Wind, oder? Da können sie auch den Berg ein bisschen künstlich ein bisschen vergrößern, was auch für die Tourismuswirtschaft gut ist. Die Zugspitze ist dann die Windkraftspitze. Ja. Das ist doch mal ein Thema für euch, ihr liebe grüne Bayern. Macht das mal. Windkraftwerke auf den Bergen. Okay. Auf Bergspitzen. Ja, aber du sprichst da was an mit diesem fremden Ding, ja? Ja. Jetzt lass uns das mal thematisieren. Bayern hat es nämlich einfach verstanden, ja, diese Drecksausländer, die mit ihrer Armlänge hierher kommen und uns alles wegnehmen, ja, ja. Die gibt es da nämlich nicht, pass auf. Laut der sogenannten Mitte-Studie der Universität Leipzig von 2015 stimmen 33,1% der Bayern ausländerfeindlichen Aussagen zu. Das war im Ländervergleich der zweithöchste Wert nach Sachsen-Anhalt. Dort waren es 42%. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 24,3, Bayern also sehr viel drüber und die sind einfach klug da. Darüber hinaus ist von allen Bundesländern in Bayern mit 12,6% die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen am höchsten. Der Bundesdurchschnitt ist bei 8,4. Da frage ich mich, was werden da für Fragen gestellt? Sind Juden für alles, an allem schuld? Und 8% sagen ja. In Bayern. Nee, in Bayern sind es nochmal mehr. 12,6%. So. Ja. Bundesweit sind es 8. Die sind ja auch sehr katholisch, ne? Das darf man nicht vergessen. Die haben einfach die Welt verstanden. Ja. Man kennt das doch, diese hakennäsigen Juden, die überall die Fäden irgendwie in der Hand haben, die gibt es halt in Bayern nicht. Und das soll auch so bleiben. Die wurden vertrieben, da gab es mal so eine Sache in Deutschland. Ein Event hatten wir das genannt. Ein Event, genau. Da hat sich Bayern aber nicht so beteiligt, oder? Ich dachte, in Bayern gab es nicht so viele Lager. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die waren so ausländerfeindlich und antisemitisch, die haben gesagt, die kommen uns hier nicht mal in unsere Lager rein. Ah. Ja. KZ zuerst für Deutsche. Ja. Wow, das ist so um alle Ecken gedacht. Ja. Aber Bayern ist doch ganz toll. Damit wären ausländerfeindliche und antisemitische Einstellungen in Bayern weit verbreitet. So, auf Wikipedia. Ich erinnere mich an meinen Onkel, der hatte einen Job in Bayern und hatte erzählt, da war ich auch noch ein Kind, da hat er erzählt, dass er einen schwarzen Kollegen hatte, den er zum ersten Mal gesehen hat und dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch noch irgendwie Englisch sprechen mit dem oder so. Dann kam der mit dem übelsten bayerischen Akzent auf ihn zu, ja, grüß Gott und so. Und es fand halt witzig, dass halt ein Schwarzer einen bayerischen Akzent hatte, einen Dialekt hatte und dann auch noch irgendwie Hubert oder so hieß. Da war offenbar schon in zweiter Generation da. Sehr witzig. Siehst du? Ist wohl ein Bild, was man nicht erwartet von einem dunkelhäutigen Menschen. Das hat dir so den Tag versüßt. Ohne Bayern hätte es das nicht gegeben.
Ja, da müssen wir jetzt mal dankbar sein. Danke, Bayern. Und danke, Hubert. Ja. Aus München. Ich muss ja diesen zweiten Wikipedia-Absatz nochmal lesen, weil ich verstehe es nicht ganz. Eine Studie der LMU München, also dann eine eigene Studie, das ist wie wenn das Polizeiquartier sich selbst investigiert und sagt, wir haben nichts falsch gemacht. München von 2016 kam dagegen zu einem differenzierteren Bild. Demnach fänden feindliche Einstellungen gegenüber Ausländern allgemein kaum Zustimmung, sondern, und jetzt verstehe ich es nicht so ganz, 56% der Bayern seien ablehnend, speziell gegenüber Muslimen, 32% gegenüber Flüchtlingen und 21% antisemitisch. Also der erste Absatz sagt, nee, das ist gar nicht so, wir sind gar nicht so ausländerfeindlich. Und dann aber 56% sind ablehnend gegenüber Muslimen. Nicht von allen, es ist nochmal irgendwie von dieser Prozentzahl, oder? Nee. Stimmt. Also über die Hälfte der Bayern findet Muslime doof. Das ist schon viel. Das finde ich jetzt ein komischer Absatz. Vielleicht sind es auch die, was du halt meinst, aber so steht es da nicht, dass es 56 von denen sind, die halt ausländerfeindlich sind. Genau, dachte ich erst, als du es vorgelesen hast. Das kann ein bisschen daran liegen, dass halt auch die Bayern sehr gläubig sind, gläubiger als die meisten Bundesländer in Deutschland. Und es ist halt echt so, dass das Nichtgläubige toleranter sind als Gläubige. Das siehst du halt an den Zahlen hier. Es sind halt auch über 100%, wenn man das zusammenzählt hier, was ich da... Egal. Also man kann festhalten, in Bayern hassen sie Menschen. Ja. Aber das ist auch gut so, weil Menschen sind ja scheiße. Ja. Außer sich selbst. Ja, genau. Mir san mir. Mir san mir. I mag die, sagt man da immer. Genau, I mag die. I mag die. Wer sind denn die? Muss ich mal gucken. Die da oben. Der Fabian Siegesmund, kommt der aus Bayern? Da würde ich ja tatsächlich einen Bayern kennen, den ich fast okay finde. Ach, und die Nürnberger Prozesse, darf man nicht vergessen, die waren ja auch in Bayern. Ja, die waren ja jetzt gerade erst, ne? Genau. So, wo kommt der denn her, der gute Mann? In Koblenz, na gut. Das ist nicht Bayern, ne? Das ist... Nee, das Koblenz ist nicht Bayern. Hoffentlich, ich weiß es gerade nicht genau. Gut, hat er nochmal Glück gehabt. Was hast du gesagt? Nürnberger Prozesse. Das Nürnberger heißt, Prozesse. Die Bayern haben damals, also es wurde in Bayern wurden die Nazis erhängt. Also exekutiert quasi. Stimmt. Das war gut. Ja, kann man sagen. Oder die Ravensburger Puppenkiste. Ravensburg nicht auch in Bayern? Ravensburg heißt es nicht. Andersburg? Ettersburg? Nee, warte. Ettersburger Puppenkiste, nein. Oh Gott. Das ist das heißt doch, wie heißt denn das? Lüneburg, Geheide. Die heißt doch anders, die Puppenkiste. Echt? Warte, Ravensburg, das ist doch dieser Spielehersteller, Alter. Echt? Oh, warte, Puppenkiste suche ich gerade. Augsburg. Augsburger Puppenkiste. Augsburg heißt das, Mann. Ja, das habe ich übrigens gerade in meinem Kopf gegoogelt und nicht am Handy. So. Aber Augsburg ist ja Bayern, ne? Wahrscheinlich. Moment, ich gucke. Ja, Augsburg. Ja, was meinte ich halt? Ja, komm. Ravensburger Puppenkiste. Ja, das ist was anderes. Auch was mit Spielen und Kindern und so. Schön. Die Augsburger Puppenkiste, auch Bayern. Ja. Ist doch toll. Das ist super, Alter. Hat meine Kindheit sehr geprägt. Ja? Ich wollte als Kind immer Marionetten haben. Habe ich nie gesehen. Deswegen bin ich heute so ein schlechter Mensch. Das kann sein. Hätte ich mal mehr Bayern-Content konsumiert. Ja, mehr so Holzfiguren. Also ich habe die voll gerne gespielt. Ich hatte auch. Waren so Marionetten oder wie? Ich hatte zwei Marionetten als Kind und es war großartig. Da habe ich mal schon sowas vorgespielt. Meine Eltern manchmal so kleine Geschichten. Da war ich damals schon so einer, der alle gelangweilt hat. Ich habe gerade gedacht, wenn du damals die Fäden so an der Hand hast so und dann aber so. Ach so. Du, man hält die Marionette mit einem Mittelfinger. Wir sind ja auch alle Marionetten letztendlich. Bayern ist einfach so geil. Ja. Ich kenne ja auch, das ist ja hier eine, die immer in meinem Chat ist. Das ist eine ganz tolle Bayern. Bayern 187, kennst du sie? Nee. Byrene? Nee. War auch zu meinem Geburtstag da. Ach die, doch, war ja auch hier, haben wir noch Pizza gegessen. Ja, genau. Stimmt. Ja. Liebe Grüße an Byrene. Der heißt halt Irene, aber ist egal. Ja, Bayern ist super. Der erste FC Bayern München ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, also mein Bruder ist... Das ist Fußball, glaube ich. Ich glaube schon Hand oder Fußball, irgendwas von beiden. Es hat weder Hand noch Fuß.
Und mein Bruder, also mein älterer Bruder war ja Riesenfußball, ein Bayern-Fan. Ein Riesenfußball war dein Bruder. Einfach so ein riesengroßer Ball. Ja, sehr rund. Nee, war damals auch sehr schlank und war Fußballer und Fußballfan. Und ich bin dann gezwungen worden, auch ein Bayern-Trikot anzuziehen. Und da haben wir als Kind öfter mal, als wir im Urlaub waren, uns vor dieses Stadion in München gestellt und haben dann auf irgendwelche Spieler gewartet, um mit den Fotos zu machen. Geil. Und ich habe noch ein Foto zu Hause von Giovane Elber. Den kenne ich noch. Das war so ein Fußballer von Bayern und da habe ich ein Foto mit dem. Ganz groß ausgedruckt und im Rahmen. Das ist ziemlich cool. Und ich im Bayern-Trikot. Das hat ja alles Bayern ermöglicht. Guck doch mal, wie geil das ist. Klar. Es hat mich nie interessiert so richtig, aber ich dachte, ich war halt noch so 5, 6 Jahre alt, da bist halt noch manipulierbar. Und da habe ich halt Bayern-Trikots getragen. Manchmal auch in der Schule, manchmal im Sport. Hat mich halt nicht gejuckt. Böse Zungen würden behaupten, FC Bayern München ist das, es kulminiert alles, was scheiße an Fußball ist. Aber das sind halt Hater. Weißt du, wir haben den Reichtum, wir kaufen uns immer die besten Spieler und wir gewinnen jede Saison. Aber das ist doch geil, du willst doch da irgendwie, weißt du? Du willst doch einfach, je mehr Geld in einem Sport ist, desto geiler ist es einfach. Ja, ich finde es auch seltsam, dass halt die Vereine, die ja irgendwie einen Namen haben von einer Ortschaft wie FC Bayern oder Stuttgart, dass die Spieler haben aus ganz anderen Orten, weißt du? Da hast du vielleicht einen gebürtigen Bayern drin noch in der Elf und der Rest ist gekauft aus Barcelona, aus Berlin, Leipzig. Fand ich immer schon ein bisschen seltsam. Du bist also gegen multikulturelle Mischung. Nö, ich finde es seltsam. Fußball. Die könnten dann ja auch irgendwie heißen, die, weiß ich nicht, die Sportfreunde oder so. Sportfreunde Regenbogen. Da hast du ja keine Lokalität. Das heißt, es ist einfach nur ein Fußballverband und die kommen halt von sonst woher. Aber die heißen ja irgendwie Bayern gegen Stuttgart. Dann wichsen sich die ganzen Leute, die da herkommen, einen drauf ab. Oh, geil, unsere Mannschaft ist am besten so. Erfurt, geil. Erster RWE und so. Aber die kommen halt gar nicht aus Erfurt, die Spieler. Ich glaube, in Erfurt und Jena ist das schon noch so. Die sind doch irgendwie nur dritte Liga oder so ein Scheiß. Ja, aber auch die kaufen sich ihre Spieler ein, so einen großen Teil von woanders her. Das ist einfach geil. Also Fußball ist ja generell schon so richtig geil. Und wenn dann auch noch einfach Fußball mit viel Geld, das ist einfach super. Das ist das dritte Mal mein Handy runtergefallen. Ich hab einfach keine Kraft mehr, weil das ganze Lachen über die Fröhlichkeit in Bayern, also dieses meine Mundwinkel tun schon weh, weil Bayern so geil ist. Gastfreundschaft. In Bayern wird Gastfreundschaft groß geschrieben. Nicht nur, weil es ein Substantiv ist, auch weil sie es halt echt so meinen. Und zum Thema noch Fußball. Ich habe einen befreundeten Baum. Das ist eine Astfreundschaft. Ah. Ja. Nicht verstanden. Ach so, okay. Ach so, Gastast, okay. Ja. Nee, ich dachte, dass das RB Leipzig so dieses der Verein ist, für alles Schlechte im Fußball steht. Dass halt irgendwie von Red Bull aufgekauft worden sind und so. Die kaufen wohl immer alle ein. Okay, aber Bayern gewinnt doch immer und hat Geld und. Ja, die gewinnen immer. Das ist halt so ein Problem. Das ist halt irgendwie, dass alle Saisons langweilig sind. Nee, das ist spannend, Tino, das ist spannend. Ach so. Oh, welchen Millionenstar der Welt wird Bayern jetzt einkaufen? Das ist einfach, boah, da knabber ich mir mal einen Fingernägeln vor Spannung. Das ist so geil. Aber hast du gewusst, dass RB Leipzig gar nicht Red Bull Leipzig heißt? Das heißt irgendwie Rasenball oder so. Grüß Gott. Ich mach mich los, grüß Gott. So, also das verstehe ich nicht. Kaum reden wir über Bayern, verlassen alle diese Wohnung. Ja, ich verstehe. Dabei ist Bayern doch so super. Vielleicht gehen die alle nach Bayern. Ach so, ja. Das wird jetzt so eine Pilgerreise, ziehen sich hier so einen komischen Schlafanzug an, hier diese Schornsteinfeger, die da überall rumlaufen. Ja. Und dann schön Bayern. Warst du mal in Bayern? Es gibt bestimmt, nee. Ach doch, na klar, in Nürnberg war ich. Ah. Ja, da habe ich mir so Prozesse angeguckt und mein Opa wurde gehangen. Ja, dumm gelaufen, was? Nee, ach, ja, in Nürnberg, weißt du, da ist so cool, da gibt es nämlich so ein großes Gebäude, da waren früher ganz viele große Hakenkreuze dran. Nee, ich bin wieder in Nürnberg in wenigen Wochen, ich sag nicht genau wann, ich habe da eine Fortbildung und da freue ich mich sehr drauf, weil Nürnberg ist schon an sich eine schöne Stadt. Da gibt es Sachen zu sehen, da gibt es Museen. Also das Beste an Nürnberg ist Franz Vater. Aber noch besser als Nürnberg ist München. München ist so geil, ja. Also, da wohnt Marlin in ihrer Kaserne, das ist ganz okay, aber an sich ist München einfach so geil. Ich habe ja einen Kumpel, ja, der Lars, der da 7 Jahre gewohnt hat und der hat mir immer erzählt, wie geil, das sind einfach so richtig coole Snobs da alle, die alle keinen Spaß mitmachen wollen. Das ist super geil. Wenn du mal wirklich einfach den Ernst des Lebens spüren möchtest, dann gehst du nach München.
Es ist so geil. Und dann bezahlst du einfach für deine Wohnung so viel wie für eine Villa in Weimar. Und das ist einfach so Was gut. toll ist, Du weil kannst dich da ja, einfach mal gut fühlen. du hast endlich mal die Chance, in deine Miete zu investieren, weißt du? Ja. Endlich mal die armen kleinen Immobilienbesitzer unterstützen, was du woanders nicht kannst. Da willst du auch spüren, dass du lebst einfach. Ja. Jedes Mal beim Kontoauszug gucken, musst du weinen. Geil, wieder ein Minus. Ja. Danke, Bayern. Ja. Danke, CSU. So, und München ist halt auch das Problem, wenn es zum bedingungslosen Grundeinkommen geht. Das kann ich ja hier nicht unerwähnt lassen. Denn wenn es für alle gleich sein soll, muss es natürlich auch in einem Rahmen sein, dass es für Münchner funktioniert, aber auch für Weimarer. So. Das wäre jetzt spannend, wenn alle das gleiche Geld bekommen, aber der Rest gleich bleibt, weißt du, die teuren Mieten überall und so weiter und die Ja. Lebenskosten verschieden sind, dann wird es vielleicht eine Völkerwanderung geben. Dann werden Aus Menschen Bayern raus? vielleicht, Das wollen wir ja nicht. weil sie wissen, dass sie in weiß ich nicht, in Görlitz, in Sachsen, kriegen sie vielleicht ein bisschen mehr für ihr Geld. Da können Sie sich vielleicht eine Wohnung leisten statt einem Wandschrank von dem 1500 Vielleicht, vielleicht. Bürgergeld. Ja. Ja, Wer Bayern ist weiß. schon super geil. Bratwürste. Ich dachte, Weißwürste. Aber klar, Weißwürste meine ich. Weißwürste. Ich habe beim Leben noch nie eine Weißwurst gegessen. Aber bei meiner Familie ist es Tradition, dass wir zu Weihnachten immer Weißwürste haben. Ich esse die halt nie, aber mein Opa isst die immer, meine Mutter Wodurch wird isst die die. eigentlich definiert? Ist da keine Pelle dran? Kann das Doch, sein? eben, es ist halt eine dicke Pelle. Und du tutschst das Fleisch so raus Du machst quasi. das wirklich? Ich dachte, du sagst Ja, das nur ich so. nicht. Nee, das Das ist machst ja du. abartig, Alter. Ja. Und Weißwurst. dann scharfer Senf drauf. Ich dachte, das ist halt echt so. Guck, oh. Wie ist denn das? Ja. Eine Weißwurst ist eine Brühwurst aus fein gekuttertem Oh, es Kalbfleisch. klingt schon so Wenn ich eklig. das schon höre, Alter. Oh. Weil das Brät nicht. Moment, das Brät. Weil das Brät nicht mit Nitritpökelsalz, sondern mit üblichem Kochsalz gesalzen wird. Man nennt das das Brät. Echt? Ist das ein Ding? Das Das klingt ja Brett? richtig albern. Ich kenne nur Dubrett, aber nicht Dubrett. Das Brät Pitt. Ja. Hat die Wurst eine weiße Farbe? Große Ähnlichkeit bestehen zur Wollwurst und zur Stockwurst. Oh Gott, oh Gott. Es ist einfach nur widerlich, Alter. Münchner Weißwürste mit Echt, Brezel. wozu der Mensch in der Lage ist, weißt Oh, guck mal, eine Brezen. Das ist doch auch so du? geil. Brezeln sind geil, ja, komm, Aber Brezeln. die haben die bestimmt nicht erfunden, oder? Vielleicht nicht erfunden, aber bestimmt irgendwie Fucking perfektioniert. Weißwurst, es ist so widerlich. Verzehr. Weißwurst wird traditionell mit süßem Senf, bla, Ach, Brezen, süßer Weißbier. Senf. Okay, ich dachte mit scharfem Senf. Okay. Speziell beim Verzehr in Gaststätten soll das Auskühlen verhindert werden, wodurch die Haut sich schnell verfärben würde. Bei der Weißwurst wird der Darm, außer bei frischen, nicht mitgegessen. Sie wird entweder Gezuzelt. gezuzelt, Also, also mit der Hand gefasst, und der gesaugt. Inhalt mit den Zehen aus dem Darm gezogen. Alter, das kannst du Ja. doch keinem erzählen, Mann. Ja. Oder sie wird mit Messer und Gabel Du hast mal Screenshot gemacht. auf dem Teller längs halbiert, sodass der Darm auf der Unterseite intakt bleibt und der Inhalt mit dem Besteck quer heruntergewälzt werden kann. Alter, die spinnen doch völlig, Echt? die Weißt du, Bayern. Ihr widert mich an. wenn ich mir eine Gemüsepfanne mache, sagen immer alle, ja, unnatürliche Ernährung und so, das kannst du nicht machen. Aber die nehmen so ein Tier, verwursteln das. Stopfen das in den dicken Darm rein, prühen das auf und zuzeln das wieder raus. Es ist so Das ist echt absurd. widerlich, ja. Das ist richtig Ich raff das absurd. nicht. Es tut mir leid, Leute. Ja, wir wollen jetzt hier nicht mit unserer militanten Veganer- und Vegetarier-Scheiße ankommen. Aber. Aber stellt euch das mal ganz kurz vor, wie das irgendwie Oh. ein Mörder mit einem Menschen machen würde und den dann aus dem eigenen Darm rauszuzelt. Das darfst du nicht Das ist machen. doch Das fucking darfst du nicht absurd, machen. Mann. Das darfst du nicht machen. Peter hat dafür einen auf den Deckel bekommen. Man darf Menschen nicht mit dem Tier vergleichen. Das ist was ganz anderes. Ich darf alles. Tiere leiden nämlich viel weniger als Menschen. Ist ja wohl klar. Peter kann auch die Schnauze halten, aber ich darf alles. Ich rufe jetzt mal Alisa an und gucke mal, ob sie rangeht, Gerne. was die uns noch zu Bayern sagen kann. Oder auch nicht. Weil Bayern einfach super ist. Ist sie geboren in Bayern? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber die verbringt da halt die Hälfte der. Hallöchen! Was Ich gibt's? sitze hier gerade mit Tino im Podcast. Hallo. Es wurde sich ein Ja. Hörerwunsch gewünscht. Wir sollen sagen, was geil an Bayern ist. Was lachst du denn da jetzt?
Ja, also die ganzen Verbindungen mit der S-Bahn, dem Bus, also keine Ahnung, die öffentlichen Verkehrsmittel. Aha, siehst du, immerhin. Das war's. Magst du Weißwurst? Nee, nicht so. Aber die kann man so aus dem Darm rauszuzeln. Ja, geil. Fällt dir sonst noch was ein, was du an Bayern wertschätzt oder eher nicht? Keine Ahnung, ich meine, ich war mein ganzes Leben nur so in Bayern und ich habe keinen Plan. Ich keine Ahnung, in Thüringen ist halt irgendwie Also leider, geschaffen. du hast halt leider nicht so guten Empfang. Es mag wahrscheinlich an Bayern liegen, dass das so ist. Ja, kein Plan. Und ich habe nur rausgehört, dass du Thüringen viel besser findest. Ja, Thüringen ist besser. Das ist doch alles, was wir hören wollten. Ja, herzallerliebst, du hast wirklich irgendwie gerade nicht so guten Empfang. Wir verstehen dich nicht so gut, aber vielen Dank für deine Expertise. Okay, ich bin im Moment auch im Keller, weil meine Eltern, Alter, die sind so anstrengend. Auch eine Sache, die an Bayern im Moment nicht so toll ist. Gut. Also, versteckst du dich da wieder? Aber egal, müssen wir jetzt hier nicht im Podcast machen. Aber schön, dass du wieder im Keller bist. In Gut, Bayern gut. halt, ne? Wir schreiben. Jo, easy. Keine Ahnung, vielleicht fällt mir noch was ein, dann sage ich Bescheid. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao. Ja, Tschüsseldorf, sagt man auch. Ja. Das liegt nur leider nicht in Bayern, deswegen ist das so ein schlechtes Städtchen. Aber Düsseldorf, die Toten Hosen haben auch einen Song, der heißt FC Bayern, wo sie auch singen: Ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Was mich als Kind sehr Weil die geprägt halt nicht hat. so viel Geld haben. Die können sich da nicht Möglich, einkaufen. möglich. Und wir hatten auch als Kind so eine CD von irgendwie FC Bayern, Stern des Südens. So eine glorifizierende FC Bayern CD, die mich geprägt hat. Die hat dich scheinbar nicht erfolgreich geprägt, sag ich mal. Also nicht in die richtige Richtung. Ich Weißt? fand den Song ganz geil, aber ich dachte so, inhaltlich kann ich es nicht nachvollziehen. Bayern Landschaftsbilder habe ich jetzt hier mal zugegen. Oh. Und oh Wunder, es sind alles irgendwelche Bergbilder, aber so sieht ja Bayern gar nicht aus. Das ist ja nicht alles verbergt. Na, die haben schon viele Berge. Die bayerischen Alpen, also die Alpen kannst du von vier Himmelsrichtungen sehen. Da musst du jetzt nicht zwangsläufig nach Bayern. Nee, stimmt. Aber ja, guck mal, Aber also du hier darfst ist. nach Bayern für die Berge. Du darfst. Alter, guck doch mal. Ich weiß nicht, was das hier für ein Ort sein soll, aber so klares Wasser. Es ist so geil. Kein Bier, keine Pisse in diesem Wasser. Sieht nicht Wow. so aus, ja. Also der Forggensee. Allgäu, da war ich im Allgäu. Urlaub. Da war ich im Urlaub Das damals. ist der äußerste Zipfel von Bayern, wenn ich mich nicht irre. Kann sein, weiß ich gerade nicht. Also da wird es dann langsam schon wieder gut. Österreichisch. Nee, eher Schwäble. Schwäble. Das ist da Baden-Württemberg rüber, glaube ich. Ja, geil. Das ist halt ein See hier, den wir gerade sehen. Also das lohnt sich voll, wenn ihr Bayern und Landschaft eingebt, dann seht ihr halt Wasser. Gibt es denn irgendwelche großen YouTuber oder so oder Twitch-Stars aus Bayern? Ja, der Heider. Der spricht doch immer so und spricht dann vom Haha, dein Fotzen, mach dein Fotzen zu. Kenne ich jetzt nicht genau, aber klingt nach Jörg Haider. Heil die Heider! Nee, aber der war auch ja kein Bayer, der war Österreicher, ne? Hat der Haider auch Hater? Ja, der war Österreicher, Ja. der Alfons Haider. Den kennt man, der war halt auch ehemals bei GameStar. Wir hatten ja vorhin schon den Fabian Sigismund, die waren eine Redaktion zusammen. Und der macht jetzt so Heider-Hated-Videos, aber Aber nicht behind, das ist eine andere nochmal. nee, das Das ist ist nochmal ein der anderer. Große, der manchmal hier in der Wohnung ist. Genau, der Ja. hier um die Ecke mit der Bravo mit dem Hakenkreuz am Arm. Genau, Ja. der. Genau der. Ja, genau, ansonsten fällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich jemand ein. Es Ja. gibt ein Mädel, glaube ich, die so richtig übertrieben bayerisch redet. Aber hier Milchbaum oder so war nicht aus Bayern, oder? Nee, ach. Dann hätten wir die niemals eingeladen. Ja. Unangenehm, die Frau. Ja, also Bayern ist schon super. Also was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Jochen kommt ja aus Bayern, ne? Ach, er selber auch. Also das ist ja super geil. Das macht Bayern zum besten Bundesland der Welt. Mindestens. Ja.
Und Neo kommt aus Bayern, mit dem kann man immer so gut Das macht diskutieren. Bayern zum schlechtesten Bundesland der Welt. Und ich glaube, das war's. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht Jenny auch aus der Richtung kam. Ansonsten fällt mir nichts ein. Jenny hat übrigens dieses Bild da gemalt vor zig Jahren, als sie irgendwie 14 war oder so. Ja. Herzallerliebst. Also das kann man mal loben. Doch Jochen ist sehr, sehr nett. Den habe ich kennengelernt auf deinem Geburtstag. Der war cool. Ja. Da kann man Bayern schon mal loben dafür. Ich glaube, das liegt daran, dass er so viel Auto fährt und viel aus Bayern rausfährt. Ah, er kriegt da so viel Luft mit aus anderen Bundesstaaten. Vor allem hat es sich für mich Schön. gerade echt ein bisschen geschiftet. Also ich wollte ja am Anfang noch so alles sagen, guck mal, wie toll das ist. Und jetzt mache ich wieder Bayern-Bashing. Das wollte ich ja gar nicht. Bayern ist Ist bei super. mir umgekehrt. Ich bin gerade voll im Bayern-Fieber. Werde mir gleich, wenn wir hier rausgehen, eine Lederhose kaufen und so eine komische graue Mütze, die so ganz groß ist. Fieber ist ja auch ein Anzeichen von Krankheit. Echt? Also Scheiße. wenn du Bayern-Fieber hast. Ach so, ah, ich habe einen Corona-Test zu Hause gemacht vorhin, keinen Bayern-Test. Shitte. Ja, Söder, Alisa, die wir hier angerufen hatten, die war übrigens schon mal bei dem zu Hause. Bei Söder zu Hause? Ich habe da Insights, die Ach. will ich gerade sogar gar nicht droppen, glaube ich. Okay. Also sie war jetzt nicht super begeistert. Ich will mehr Aber ich erfahren, will aber das jetzt gerne hier nach nicht dem in die Podcast. Bredouille, reiten. Also immer voll spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Leute sich unterhalten, dann sagen, das kann man hier nicht erzählen, Ja. erzähle ich dann nachher, wenn Schluss ist. Ja. Das macht uns Nein, mysteriös. das erzähle ich im nächsten Podcast. Ah, oder so, oder so. Das ist ein Cliffhanger. Wir haben auch noch andere Hörerwünsche, ne? Ja, ich hoffe, es sind nicht mehr Bayern. Nee, ist der letzte. Aber kauft gerne noch mehr. Wir machen auch mal eine Stunde über Sachsen-Anhalt oder Nee. eine Stunde über Also Ungarn. Sachsen-Anhalt, ohne Spaß, Sachsen-Anhalt wüsste ich jetzt ohne zu googeln gar nichts. Ich auch nicht. Was ist das? Also klar, man hat immer Sachsen so auf dem Schirm. Außer der Gag von der Partei, dass wir immer gesagt haben, Sachsen, stopp. Das ist dann witzig. Ja. Okay. Wegen Anhalt. Ja, So. aber Ja. also, Das war so ein Gag, den wir das, da, hatten. der Witz hat einen Intern. halben Boden, sag ich mal. Ja, aber war intern so. Okay. Ja, deswegen, über welches Bundesland könnten wir ein bisschen mehr erzählen? Berlin, Sachsen. Hamburg, Malle, Ja, Sachsen, Malle, Sachsen. Thüringen, eventuell Brandenburg, weil ich sehr viel an der Ostsee war. Dann wird es langsam Sonst dünn. wird es NRW dünn, vielleicht ja. noch. Rheinland-Pfalz könnte ich sagen, ja, gucke mal, da habe ich Leubsdorfer Jungen besucht, das war es dann aber auch. Das Ja. Saarland, ja gut, da kann man irgendwie eine Stunde lang sagen, haha, ihr seid alle Geschwister. Ja, und Frankreich ist ja in der Nähe und so. Oh. Haben auch ein paar gute Bands tatsächlich, Saarland, aber die hole ich erst dann raus, wenn ihr euch einen Hörerwunsch zum Thema Saarland kauft. Bitte nicht. Ich überlege gerade, ob ich also in welchen Bundesländern ich noch gar nicht war. Das Saarland gehört dazu, aber ich glaube auch nicht, dass ich da groß was verpasst habe. Aber ansonsten war ich, glaube ich, in fast allen. Ich auch, ich war in Ziemlich safe. allen. Außer Saarland, da war ich auch noch Ja. nicht. Nee. Merkt ihr was? Ist aber auch, glaube ich, das Kleinste, von daher ist es jetzt gar nicht so Ja, abwegig. stimmt schon. Also das kleinste Bundes, also nicht Stadtstaat. Ich glaube, Hamburg ist kleiner als Saarland, oder? Ja, gut, die zähle ich Ja, nicht. okay. Ich auch nicht. Ja, Nee, nicht Hamburg. Doch, Hamburg ist ein Stadtstaat. Ja, doch. was sind so deine drei Lieblingsbundesländer, während ich mal nach der Zeit gucke? Thüringen. Berlin und Schleswig-Holstein, glaube ich, weil das ist, da habe ich viele Freunde dort. Okay. Aber zufällig. Und du? Ja, wenn Berlin zählt, würde Berlin wahrscheinlich auch damit reinzählen. In NRW geht vielleicht am meisten sonst noch, aber Ist ja auch flächenmäßig sehr groß, ne? ja, deswegen. Ja, Thüringen finde ich schon echt ganz gut so. Ja, stimmt. Aber also eigentlich gibt es keins der Bundesländer, wo ich sagen würde, das ist super. Also irgendwie. Robin, wir sind doch alle eins. Ja, genau. Lasst uns aufhören zu denken in Ost und West, Nord und Süd, Bayern und nicht Bayern. Leute, wir Lasst sind uns alles Deutsche. ohne Bayern. Ja, ohne Bayern. Wir trennen Bayern endgültig ab von Deutschland und dann können wir alle sagen, wir sind Deutsche. Dann hört das auf. Ja, das Das wollte ja sind auch die Bayern-Parteien, denn die wollten ja ja. auch Bayern abspalten als Bundesland. Finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich Ja, gesagt. da finden sie eine Mehrheit für. Ja, Bundesweit. bundesweit. Ja, vielleicht sollten die wirklich überall antreten und dann
dann kann Bayern sich in vollen Zügen genießen. Und man kann da wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, mal hingehen zu Besuch, eine Weißwurst zutschen und dann geht man auch wieder. Ich glaube, Michael Mittermeier war noch ein berühmter Bayer. Oh ja, unbedingt. Also deutsche Comedians sind ja eh so ganz mein Fall. Der hat immer so gesprochen. So immer so leicht heiser. Ich kenne Ungefähr da noch so so. einen guten Comedian aus Schöndorf. Hast du meine Magen? Hast du meine Kippe? Das klang verdächtig nah dran. Ja. Gib's mir, Frau Merkel. Oh, Merkel! Fick mich, du geile Sau! Ich habe auch noch nie MCM und ich in einem Raum gesehen. Besser ist es. Ich wünschte, ich hätte das jetzt sagen können. Aber jetzt echt nicht. Habe ich noch nie zusammen gesehen. Ich bin der heimlich. Das kann Das ist mein sein. Du alter bist der Ego. unheimlich, ja, nicht Ja. heimlich. Ich gehe dann immer an die Maske und dann mache ich immer. Ach doch, klar, als wir Podcast gemacht haben, habe ich euch gesehen, doch. Stimmt. Aber einmal zu Gast, leider. Wie konntest du unsere beste Folge jemals vergessen? Stimmt. Nee, er war an dem Tag sehr angenehm. Ja. Doch. Das ist ja kein schlechter Mensch. Der ist halt nur leider in Schöndorf so ein bisschen sozialisiert. Asozialisiert, meinst du? Ja. Ja gut, also ich würde sagen, wir haben das Beste an Bayern hervorgeholt. Ich gehe Bundesland, Jochen und ich gehe Michael Bayern. Mittelmäßig Mittermeier. Meier. Mittler, Hitler. Ich Hitlermeier. gehe Bayern eine 7. Ich. Weil Bayern einfach reich ist. Jörg Sprave kommt aus Hof. Der ist ein Ist Bayern-YouTuber. Hofbar. Ach stimmt, es ist schon Bayern, ja klar. Alter, jetzt ist mir noch was eingefallen. Bayern Promis. Machen wir hier kurz eine kleine Hello, Zusammenfassung. my Bayern Promis. friends. Gibt es ja keine Übersicht oder so. Florian Silbereisen ist ein Bayer. Guck Alter, mal. es wird immer besser, ne? Geil, der ist toll. Wow. Robbie Williams wird die an. Nee, was? Kai Pflaume? Nein, FC Bayern München. Das ist alles Stimmt wohl Humbug. nicht ganz hier. Das ist alles Scheiße, die hier erzählt wird. Das sind nur Fotos von irgendwelchen Wiesen. Fußball, Fußball, Fußball. Ja, Merkel, genau. Die Wiesen, Fußball. Wenn du Bayern googelst, Ey, wenn ich groß werde, ne, bin ich Spielerfrau. das wäre schön. Hier, Bayern googeln, zuerst kommt FC Bayern München. Fußball, Fußball, dann Landkarte, dann Fußball, Fußball, Fußball. Es geht um diesen Kimmich, der sich nicht impfen lassen will von FC Ja. Bayern. Uli Hoeneß, Oliver Kahn. Eier, wir brauchen Eier. Boah, Eier. Ich will noch ganz kurz eine berühmte Frau aus Bayern finden. Berühmte. Null Treffer. Berühmte Frau Bayern, komm. Vielleicht nicht Bildersuche. Alter, es kommt da wirklich nichts. Die Bildersuche ist komplett weiß. Geht gar nicht. Du hast es kaputt Ich hab's gemacht. gebrokt. Google scheitert einfach an dieser Anfrage. Da gibt's Es nichts. lädt ewig. Die Es sucht. Archive werden durchwühlt. Es gibt keine berühmten Frauen in Bayern. Es tut mir leid. Vielleicht gibt's gar keine Frauen in Bayern. Vielleicht werden die immer nur eingeflogen fürs Oktoberfest mit ihrem Dundelscheiß da. Ach, jetzt. Hope Bridges, was ist das denn jetzt? Gabi Kilian. Nee. Liste von Persönlichkeiten der Stadt München. Komm, Bilder. Ach, hier. Ja, aber das Ach, waren doch fuck. alles keine deutschen Namen, die da stehen. Was ist das denn? Anita Augsburg. Carrie Brachvogel. Ja, merkt das selber. Hope Bridges Adams Lehrmann. Lena Christ. Alles nie gehört. Historische Personen. Doch, hier die kenne ich. Helga Ha. Ha wie heißt denn die? Die kenne ich. Helga Hahnemann oder so? So eine Comedian, Kabarettistin. Die kenne ich auch vom. Aber ich kenne den Namen nicht. Nur im Bild. Senta Berger, okay. Die Schauspielerin. Sängerin, sowas. Ja, Leute, schreibt in die Kommentare, welche berühmten Bester Bayern. Podcast aller Zeiten, genau wie das beste Bundesland aller Zeiten. Ich gebe Bayern mindestens eine 11 von 10, 3 von 10. Und freue mich, dass so viele Leute bis hierhin zugehört haben und jetzt endlich wissen, warum Bayern so geil ist. Guck du, 3, ich 7 macht 10. Das ist Ich doch habe schön für nichts von 3 Bayern. gesagt. Wo holst du diese Zahl Hast du denn nicht her? gerade 3 Ich gesagt? habe 11 gesagt. Ach 11 so. von 10. Okay, perfekt. Ja. Ach, meine beste Freundin kommt, die lebt in Bayern derzeit. Liebe Dann Grüße nach Bayern. würde ich Stimmt. die mal entfreunden auf Facebook. Habe ich gemacht. Okay. Ne, habe ich nicht gemacht. Natürlich nicht. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Kauft gerne einen eigenen Hörerwunsch, vielleicht mit einem Wenn euch der nicht überzeugt hat, ja, dann was sonst? besseren Thema. Es war mir ein Fest. Vielen Dank, Jochen, fürs Einlösen dieser Aufgabe für uns. Die bisher schwierigste, aber wir haben diese Challenge Finster? gemeistert. Ich fand die Schweiz schon scheiße. Als Schweiz wollen wir gar nicht erst anfangen. Ist ja richtig finster. Ja. Also die versteht man ja schon nicht mehr. Und ja, die Musik ist so laut.